Portugal ändert das Gesetz, das es dem russischen Oligarchen Abramowitsch ermöglichte, die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Portugal hat ein Gesetz geändert, das den Nachkommen sephardischer Juden die Staatsbürgerschaft verleiht und das dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch erlaubte, die portugiesische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Die Änderung wird jedoch nicht rückwirkend sein, sodass sie sich nicht auf die Staatsbürgerschaft des langjährigen Eigentümers des Chelsea Football Club, Abramowitsch, auswirkt, einem der russischen Oligarchen, die nach der russischen Invasion in der Ukraine von der EU und Großbritannien sanktioniert wurden. Abramowitsch erhielt im April letzten Jahres die portugiesische Staatsbürgerschaft aufgrund eines Gesetzes, das Nachkommen sephardischer Juden, die vor etwa 500 Jahren während der Inquisition aus Portugal vertrieben wurden, die Einbürgerung anbot. Die Regierung hat jetzt ein neues Dekret verabschiedet, das besagt, dass sich die Antragsteller als wirksam erweisen müssen Verbindung zu Portugal, berichtete die Zeitung Público am Mittwoch. Etwa die Erbschaft einer Immobilie in Portugal oder regelmäßige Besuche im Land. Wann die Änderungen in Kraft treten, steht noch nicht fest. Außenminister Augusto Santos Silva sagte Reportern, dass Portugal EU-Sanktionen gegen Abramowitsch verhängen werde, ihm aber die Einreise in das Land nicht verbieten könne, da er Staatsbürger sei. Ein Rabbiner, der dem russischen Milliardär geholfen hat, seine portugiesische Staatsbürgerschaft zu erlangen, wurde mit einem Ausreiseverbot belegt und wird untersucht.